Hallo, ich bin die Veronika Sixtl, bin verheiratet, Mutter von 3 Kindern und in der Zwischenzeit stolze Oma von 8 Enkelkindern und bin aktives Mitglied der Feuerwehr Ips an der Donau. Wie bin ich zur Feuerwehr gekommen? Das ist eine ganz spannende Geschichte. Als ich mein erfolgreiches Berufsleben abgeschlossen habe, war mir leider etwas fad zu Hause. Und indem meine Kinder, also meine Tochter im Speziellen mit ihrem Gatten und den Enkelkindern, alle begeisterte Feuerwehrmitglieder sind, habe ich das Thema aufgegriffen und habe mich auch für die Feuerwehr interessiert. Und ja, so habe ich dann mit meinem 15-jährigen Enkelsohn Sebastian die Grundausbildung, Abschluss Truppmann gemacht und anschließend bin ich dann zur Feuerwehr Ips beigetreten. Frauen sind schon viele, viele Jahre Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren. In Ips an der Donau gibt es seit 1999 Frauen im aktiven Feuerwehrdienst. Wir haben bei der Feuerwehr Ips im Jahr so circa 200 bis 250 Einsätze im Schnitt. Heuer zum Beispiel stehen wir derzeit bei gut 120 Einsätzen schon. Meine speziellen Aufgaben bei der Feuerwehr Ips sind die Unterstützung unseres Leiters des Verwaltungsdienstes mit zum Beispiel Dokumentation von Einsätzen. Ich bin bei sehr, sehr vielen Einsätzen dabei, ja. Das stimmt. Ich fahre persönlich bei über 100 Einsätzen im Jahr mit. In meiner Zeit bei der Feuerwehr Ips habe ich verschiedenste Ausbildungen gemacht. Ich habe die Verkehrsregelausbildung gemacht, habe Grundlagenwasserdienst gemacht, habe Fahren mit der Feuerwehrzille, habe Menschenrettung aus Kfz, Grundlagen der Technik, Menschenrettung und Bergung mittels Hub- und Hebemittel. Dann habe ich Grundlagen Öffentlichkeitsarbeit, den sogenannten Verwalterlehrgang, Atemschutzgrundausbildung, die theoretische, gemacht. Ja, eine Vielzahl bei verschiedensten Übungen der Feuerwehr Ips, Höhenrettung, Tierrettung, Brandeinsätze und so weiter. Mein Gatte steht voll hinter meiner Entscheidung und da muss ich auch in diesem Zusammenhang Danke sagen, dass er das so duldet und toleriert. Die schönsten Momente, ja, da war als Mutter und Großmutter natürlich, fällt mir ein Einsatz, der war vor 2 Jahren ein. Da war ein Baby eingeschlossen in einem Auto bei ca. 30 Grad Außentemperatur. Da sind wir zur Rettung des Babys gerufen worden und wir haben dann am entferntesten ein kleines Fenster eingeschlagen und konnten so das Auto öffnen und letztendlich konnten wir das Baby unversehrt der glücklichen Mutter übergeben. Das war natürlich als Mutter ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Aber es gibt bei der Feuerwehr auch viele, viele andere schöne Erlebnisse. Für mich war auch das jährliche Landesjugendfeuerwehrlager. Ich durfte dort in der Lagerleitung tätig sein und wenn man bei einem Lager dabei ist, wo über 5000 Jugendliche Lagerleben machen und Wettbewerbe machen, ist schon ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Oder auch intern, wir haben zum Beispiel vor 2 Jahren eine reine Damenwettkampfgruppe gehabt. Und wir waren ganz stolz, wir waren die Einzigen bei den Abschnittswettbewerben. Unsere sozialen Aspekte und Tätigkeiten beginnen schon jeden Dienstag. Wir treffen uns jeden Dienstag, machen gemeinsame Übungen, sitzen auch einmal gemütlich beisammen oder besprechen irgendwelche Vorkommnisse. Weiters gibt es dann natürlich auch Veranstaltungen, Wettkämpfe, die wir gemeinsam besuchen, Lager, die wir gemeinsam besuchen, einen Familientag am 15. August, wo die Feuerwehrmitglieder mit den Familienangehörigen gemütlich beim Spanferkel beisammen sind oder Ähnlichem. Wir machen einen Feuerwehrausflug. Das sind alles Veranstaltungen, die natürlich auch wichtig sind für die Kameraden und Kameradinnen. Was fasziniert mich am Feuerwehrwesen? Ja, da gibt es verschiedene Aspekte.
Der erste ist einmal diese große Herausforderung. Man bekommt einen Alarm und wenn man wegfährt, man weiß nicht, was einem wirklich erwartet an der Einsatzstelle. Es kann dramatischer sein, es kann viel einfacher sein als geglaubt. Also diese Flexibilität. Weiters fasziniert mich natürlich auch diese große Vielfalt. Es ist nicht immer das Gleiche. Es erstreckt sich vom Hochwasser, vom Sturmschaden über ein Bahnunglück oder ein Unglück auf der Donau, einen Verkehrsunfall auf der Autobahn mit mehreren Fahrzeugen, einem Großbrand. Es ist immer etwas anderes. Und was mich natürlich auch fasziniert, sind die Kameraden und Kameradinnen, die Gemeinschaft, die wir haben, wo wir gemeinsam für die anderen Leute da sind und den anderen Leuten helfen können.